scheint relativ straightforward zu sein. Na gut, wenn er es nötig hat. Waschen geht so schwer in New York, weißt du? Ist wie mit den Renovierungen in New York. Ich habe keine Ahnung, was man da noch renovieren soll. Irgendwie fehlen überall Prozente. Okay, relativ geradeaus und dann einmal nach hinten. Das mit dem geradeaus wird nur ein Problem, wenn er mittendrin dreimal noch die Richtung ändert. Dann weiß ich nämlich nicht mehr, wo geradeaus ist. Ich wusste, dass das so ein Haufen ist, wusste ich nicht. Ich habe nur schnell eine Drehung gemacht und dachte mir, ach, da wird schon was sein. Ich meine, ich habe es dann auch gesehen, aber ich wäre auch gesprungen, wäre da nichts gewesen. Ich erinnere mich an diesen Platz. Faszinierend, dass das Feuer einfach so angeht, während ich hier vorbeilaufe. Hätte ich nicht gemacht, hätte ich die Leiter nicht gesehen. Okay, jetzt habe ich aber wirklich keine Ahnung mehr, was hier noch fehlt. Außer vielleicht die Aktivierung sämtlicher Säulen. Was schnippegal ist. Dann weiter. Im Atlantik die letzten Dinger anfahren. Irgendwo muss ja diese Säule sein. Ja, ja. Ruf lieber das Menü auf, bevor wir hier weggeblasen werden. Oh, ey, es nervt einfach nur noch, dieser Controller. Ich würde ihn ja gerne auf Dings schalten, auf Funk. Das Problem ist nur, kostet Geld. Weil da brauche ich erstmal einen neuen Controller, aus Gründen. Ja, mal gucken. Ich fahre mal einen relativ größeren Bogen da lang. Was? Jetzt hör doch mal auf. Genau das meinte ich nämlich. Ah, okay. Das passiert also, wenn man die Shanties ausschaltet. Es geht gar nichts mehr. Dann machen wir es halt selber.
Yo, 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 yo. Captain Dings will einen rum, ich bringe ihm die Flasche drum. Und der Wind weht übers Meer, das lieben wir so sehr. Die Sonne gleich am Meer versinkt, von fern der Ruf der Vögel klingt. Hoch am Himmel kreisen sie und singen uns ein Lied. Abschied nehmen heißt es jetzt, die Segel werden gleich gesetzt. Das weite Meer ist unser Glück, wir blicken nicht zurück. Wir segeln einmal um die Welt, machen nur, was uns gefällt. Gold und Silber glänzt das Meer, das lieben wir so sehr. Mr. Gist, Piano Solo. Will einen rum, ich bringe ihm die Flasche drum. Unser Schiff fliegt durch das Meer, das lieben wir so sehr. Unser Schiff ist unser Haus, damit fahren wir weit hinaus. Der Totenkopf am Mast und weht, hey, wie die Zeit vergeht. Achtung Leute, Sturm kommt auf, die Wellen schlagen hoch herauf. Und ein Blitz erhellt die Nacht, Natur zeigt ihre Macht. Wenn du Angst hast vor dem Sturm und dich fühlst wie ein Regenwurm, wenn die starken Winde wehen, ist schnell um dich geschehen. Jo, 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 jo. Captain Pinks will einen rum, ich bringe ihm die Flasche drum. Und die Träume in der Nacht entfalten ihre Pracht. Ist es manchmal auch sehr rau, eines wissen wir genau. Morgen kommt ein neuer Tag, da komme doch was mal. Captain Dings will einen rum, ich bringe ihm die Flasche drum. Und wir singen das Lied vom Meer, das lieben wir so sehr. Wenn uns dann die Stunde schlägt und man uns zu Grabe trägt, wissen alle weit und breit, es war eine schöne Zeit. Yo ho ho, yo ho ho, yo ho yo ho ho, yo ho yo ho ho, yo ho yo ho ho. Alle außer Großbergen. Vor uns? Nee. Hinter uns. Meine Fresse, ey, da willst du hier mal ein bisschen in Ruhe vor euch hinschippern und singen und schon fährt irgend so ein Penner in dich rein. Na, ihr werdet mich kennenlernen, ihr Wichser, aber sowas von. Keinen Sinn für Inszenierung, diese Pappnasen hier. So, wer von euch Arschlöchern war das? Du, ne? So, noch einer. Oder war's das? Spaten, ey. Gut, aber jetzt, wo das abgehakt ist. Was ich schon seit Anfang des Let's Plays mal machen wollte. Bisher nur nicht die Zeit dafür gefunden habe. Hey. Ja. Passen wir da durch, Mr. Gist? Treibgut wartet auf Aufnahme, Sir. Jetzt hör doch mal auf, Ping-Pong mit meinem Schiff zu spielen. Haltet euch fest!
Der Milch-Eisberg, ey. Ich hab den Eindruck, wir sind hier nicht willkommen, so der Wind uns abtreiben will. So, zieh den Kahn an Land, ist mir egal, wie ihr das macht. Ich gehe mich jetzt abreagieren. Einschleichen. Hä? Wo sind wir hier? Ich habe mich an etwas erinnert. Ich wollte das Schiffchen ja ein bisschen verbessern. Und schon ist alles Metall wieder weg. Ey, du kannst mich mal kreuzweise, ey. Oh, cool. Es braucht kein Metall. Ich nehme es. So lässt sich noch etwas bewerkstelligen mit dem, was wir jetzt an Materialien haben? Warum auch? Wieso ist das auch scheiße schwer, hier das Schiff voll zu ballern? Das war doch im Spiel davor nicht so kompliziert. Apropos. Geld. Was, der Seechampagner ist immer noch 10 Minuten unterwegs? Na, wenn du meinst. Ey, was ist das mit diesem Dreckscontroller? Ich höre Wölfe heulen, sehe aber nur Häschen. Mein Gott, was ist, wenn es diese legendären Schiffe sind, hä? Was dann? Wenn das die letzten paar Prozentel sind, die fehlen. Dann sehe ich alt aus, weil ich ja das Schiff vorher erstmal aufpumpen will. Okay. Was will ich hier in dem Fort eigentlich?
Arrête-toi. Finira 6 pieds sous terre. Allez, aidez-moi, bon sang. Hallo, hallo, reagiere, Shay, reagiere. Ich liebe es, wenn er sich nicht mehr bewegt. Geht's wieder? Ja, sehr schön. Vielleicht ein bisschen spät, aber mir jetzt auch langsam egal. Dead Men Tell No Tales. Seht das als Leitspruch an und handelt danach. Ist ja gar keiner. Gehen wir halt wieder den ganzen Weg außenrum. Meine Güte, wenn du diesmal wenigstens so nett wärst, nicht mittendrin komplett zu vergessen, wie man sich bewegt, wäre ich dir echt dankbar. Denn das ist alles kein Problem, wenn du Pappnase dich bewegst und darauf hörst, was ich eingebe. Klar soweit? Noch jemand? Nein? Gut. Ne bouge. Im Busch. Mieux vaut reprendre la ronde. Im Busch. So wie ich das sehe, bin ich anonym. So, jetzt habe ich meine Ruhe. Sehe ich das richtig? Ja, danke. Quelqu'un a musclé la lame. J'arrive.
Was sind das hier für Wölfe? Polarfüchse sind das, okay. Gar keine Wölfe. Füchse. Test. Detest. Ah, da. Ich habe keine Lust, dann muss ich wieder den ganzen Weg nach oben gehen. Okay, aber wie? So offenbar. Ist ja immer noch was drin im Fort, ey. Oh. So lächerlich. Ja, das denke ich mir auch die ganze Zeit, Leute, wenn ihr hier immer eure komischen Juwelen irgendwo auf dem Dach versteckt. Ihr kommt doch selber nie wieder da ran. Nur ich denke dann weg von hier. Irgendwie ist dieser Posten es nicht wert, besucht zu werden. Das ist jetzt mal meine offizielle Bewertung. Ein Stern, wenn es hochkommt, mehr aber auch nicht. Er hat sich nass gemacht, ohne Platsch zu machen. Wir nennen ihn aber jetzt Dipper.